Hallo und herzlich willkommen zurück zu Murdered Soul Suspect. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen vorher alles durchsuchen, nichts finden. So, und im letzten Part haben wir doch alles. Vollständige Fixierung. Ja, im letzten Part haben wir sind herausgefunden, dass Iris hier versteckt ist. Ah. Diese Teile sind nicht meine. Wo bin ich? Arbeiten Sie hier? Zeigen Sie etwas Gnade. Ich wünschte, ich könnte helfen. Tut mir leid. Schmeckt wie Hühnchen. Schmeckt immer alles nach Hühnchen. Schmerztherapie. Okay, aber gut. Sie großen. Ich könnte helfen. Ah, bitte. Verdammtes. Das war's denn, nein? Warten. Jetzt macht mir so ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen Angst, ja. Duschen sind lustigerweise böse. Okay, hier ist auch nichts. Das sieht creepy aus. Aber damit hat er nicht gar nicht mal so unrecht. Sag ich mal, die gekommen sind. Ach, hier ist er. Okay, dann gehen wir doch mal weiter, wenn wir nämlich helfen können. Ich habe echt alles versucht. Ja. Okay. Ja. Noch was Besonderes? Was soll? Was haben die hier gemacht? Wirklich Live-Vorstellung gemacht, um die Leute zu quälen? Scheiße. Aber überlegt euch mal, das ist noch eine laufende Anschauung. Hier sieht es noch so aus teilweise. Anatomie-Hörsaal-Widmung. Wissen bedeutet nichts. Wenn nicht an eine neue Generation weitergereicht. Ach, weitergereicht, okay. Deswegen, das habe ich irgendwie nicht so ganz gelesen und habe das sinnlos interpretiert. Naja, möge dieser Hörsaal, gebaut 1899, die Weisheit erfahrener Ärzte an zukünftige Generationen weitergeben. Teddy. Naja, so. Ziel erfüllt, jetzt sind wir einmal rum. Keine neuen gewonnen. Wir brauchen noch eine, davon noch eins finden. Ne, jetzt nur noch eins. Hey, Joy. Hey, Ronan. Oh, hast du mich vergessen? Natürlich habe ich dich vergessen. Ist auch nichts, schade. Letzte würde ich jetzt schon gern finden. In einer gestrigen Pressekonferenz des Salem Police Departments bestätigte die Polizeisprecherin Ingrid Larsen, dass keine Verdächtige verhaftet wurde und es keine neuen Hinweise im Fall gibt. Während wir diese Bürger Salems anhalten, ruhig zu bleiben und ihr normales Leben fortzusetzen, sagte Detective Lawson, ermuntern wir gleichzeitig die Leute, mit jeglichen eventuell hilfreichen Hinweisen an uns heranzutreten. Es liegt jetzt bei uns allen, zusammenzuarbeiten und uns Gemeinde sicher zu machen. Naja, wie immer halt. Was? Nee. Wir kommen sie nicht. Da wollte ich noch nicht rein. Verdammt. Und wir haben uns wegen der Schocktherapie Sorgen gemacht. Bereits ein Dachschaden.
Na schön. Finde heraus, was deine komatöse Zeugin zu bieten hat. Bedeutet Schutz. Warte, Vertrag? Sie weiß es noch, sie weiß es noch! Okay. Tut mir leid, Kleine. Vielleicht hätten wir dich doch nicht gebraucht. Man darf jetzt noch mit Geschichten laufen. Danke. Erst was ich glaube, wir fallen ganz schön auf. Nee, keiner weiß was. Wir unterhalten uns hier doch nur, oder? Es ist mehr als das. Du glaubst, wir sind unsichtbar, aber die Leute sehen sowas. Im Kittel sieht sie noch heißer aus. Natürlich. Wenn er nur nicht so ahnungslos wäre. Warum heißt das Antifrost, wenn es Überhitzung verhindert? Das hat Anders schon mal gesagt. Wieder hier. Mäuse huschen unter der Tür durch, in kleine Risse hinein. Es ist alles nur Konzentration und Disziplin. Ich habe genug Zeit zum Üben. Okay. So, das war mir wichtig, das Ding hier. Die Geschichte ist bestimmt interessant. Ich war lange Zeit Inspektor für die Abteilung Psychiatrische Gesundheit im Ministerium. In dieser Zeit habe ich viele Einrichtungen und viele fürchterliche Dinge gesehen. Aber nichts kommt an die grausigen Ereignisse heran, deren Zeuge ich im Fairhaven-Sanatorium wurde. Ich reiste das erste Mal 1926 dorthin, um Behauptungen zu Überfüllung und Vernachlässigung zu untersuchen. Jedoch war Fairhavens Ruf schon vorher angeschlagen. 1911 öffnete Fairhaven seine Tore zum ersten Mal. Ein berüchtigter, gewalttätiger Krimineller namens Jack Yates war der erste Patient. Er sollte das strahlende Beispiel der Kompetenz des Krankenhauses werden, die psychisch Gestörten zu heilen. Als jedoch die Familie des Leiters zu Besuch war, befreite Yates sich aus seiner Fixierung und tötete die Ehefrau des Mannes. Jahrelang wusste niemand, was mit dem Leiter oder Yates passiert war. Bis zu meinem Besuch. Als ich in der Anstalt ankam, begrüßte mich Leiter Wallace Halstead an der Tür. Vielleicht lag es an dem Trauma von vor ein paar Jahren, aber er schien so leer und ungepflegt wie seine Patienten. Als ich meine Bewertung vornahm, konnte ich nicht umhin, als zu bemerken, wie nervös er wurde, als ich an einer kleinen Besenkammer vorbeikam. Natürlich hielt ich es für nötig, herauszufinden, warum. Entgegen Dr. Halsteads Protesten öffnete ich die Tür und wurde von dem Gestank menschlicher Exkremente überwältigt. Als das Licht über uns anging, war ich anhand dessen, was ich sah, entsetzt. Ein ausgedörrter Mann lag in Ketten und völlig verdreckt am Boden. Viele Jahre der Dunkelheit hatten seine Haut, Haare und Augen milchig weiß werden lassen, als wäre er ein Geist. Er war so lange angekettet gewesen, dass seine Haut über die Ketten wuchs. Es brauchte einen Moment, bis ich in dieser Hülle eines Mannes Jack Yates erkannte.
Die Polizei kam an und Dr. Halstead wurde fortgeschafft. Die Ärzte bewegten Yates das erste Mal seit 15 Jahren. Der Boden unter ihm war für immer mit einem Fleck in Form seiner Silhouette gekennzeichnet. Sie versuchten, die Fesseln unter seiner Haut zu entfernen, aber der Schock war zu viel für ihn. Er starb am nächsten Tag. Ich sah zu, wie sie sein kleines Gefängnis zumauerten, versuchten, so zu tun, als sei es nie geschehen. Der geisterhafte Mann mag ein richtiger Geist geworden sein, denn die Angestellten der Anstalt behaupten immer noch, sein gequältes Jammern durch die Wände zu hören. Das ist schon ein bisschen krass. 15 Jahre. Eingekettet. Angekettet. Toi. Keiner überlebt. Manchmal brauche ich eine Karte. Ob ich noch diesen Raum noch finden kann. Zu geil. Was zum Teufel? Sie hat mich rausgeschmissen. Okay. Mal sehen, ob mir irgendwas hier sagt, was mit dem Mädchen los ist. Natürlich 7 Hinweise finden. Das Bett. Ja. Wofür sind diese Dinger? Für eine Art Kunsttherapie oder sowas? Macht. Nein! Blau! Blaue Augen! Kalt wie der Tod! Wer hatte blaue Augen? Und wie der Tod? Was soll das bedeuten? Blaue Augen! Wolfsaugen! Blaue Starren! Ich sag mal nichts dazu. Sollte er es nicht mitkriegen. Lauf! Lauf! Lauf!
tut mir so leid. Rose hat Iris das Leben gerettet, aber mit ihrem eigenen bezahlt. Der Glockenmörder jagt junge Mädchen. Also, was war's? Was hast du gesehen? Armes Mädchen. Ihre Schwester hat sie befreit, als sie kurz davor waren zu verbrennen, aber sie konnte sich nicht revanchieren. Lasst uns in Ruhe! Iris, alles okay? Ronan. Es ist Rose. Flammen. Sie war besessen. Ich hab dir gesagt, du sollst zurückbleiben! Wer seid ihr? Ich bin Joy. Du gehörst hier nicht hin. Die Pfleger. Mist, ich bin erledigt. Iris könnte die Antwort auf alles sein. Hilf ihr! Na los, sie kommt mit uns. Nein, ihr nehmt sie nicht mit! Hör zu, willst du, dass die Pfleger sie mit Elektroschocks traktieren, dann bleibt sie. Willst du, dass sie in Sicherheit ist, dann kommt sie mit uns. Such's dir aus. Hey. Albtraum. Ja. Ich würde es auch total gruselig finden. Zu sehen würde. Hier drüben. Schnell ins Dunkle, die Luft ist rein. Warum werden meine schlimmsten Albträume noch schlimmer? Okay, gehen wir die Sache an. Ich dachte, ich würde das nie wiedersehen. Also, was weißt du über diesen Vertrag? Nichts, ich... Ach, komm schon. Es ergibt keinen Sinn. Er hat euch also nur gefragt, ob ihr von einem Vertrag wüsstet? Er hat nicht gefragt. Er wollte, dass ich zugebe, einen Vertrag geschlossen zu haben mit Dämonen. Dämonen? Wir haben ihm nichts getan. Er hatte keinen Grund, uns so zu jagen, wie er es getan hat. Wie er es getan hat? Er ertränkt ein Mädchen und verbrennt ein anderes? Und woher kenne ich diesen Scheiterhaufen? Wieder Kumpel. Komm. Oh. So schreibt er, wenn er weiß, dass ich aufnehme. Ach, da ist doch gerade Einladung. Ja. War zu blind. Das ist es. Okay, hör zu. Bring Iris zur Kirche. Sorg dafür, dass sie sicher ist. Ich komm später nach. Geh. Gut. Komm, Iris. Okay. Was zur Hölle hat die Gala im Museum mit dem Mord an Rose zu tun? Der Glockenmörder, was wir alles tun? Wir haben die Abschalter jetzt erledigt. Wir können die
Daten in der Gala. So, ich würde sagen, das war's mit dem Part von Murder Soul Suspect und im nächsten Part weiter, wie es weitergeht. Oh Wunder. Bis dahin. Tschüdelü.